Name ist Timo. Ich arbeite für die Siemens Energy, hier unsere schöne Abkürzungslogik, ganz unten LGT, also für die große Gasturbine im Werk Berlin. Wir haben vor einem guten Jahr mit einem Projekt angefangen, das wir Milesblock nennen. Da geht es darum, Meilensteine bei Lieferanten über die Blockchain abzubilden. Und das würde ich gern vorstellen als kleinen Impuls, wo man Blockchain nutzen kann, was Ideen sind. Und da würde ich gerne natürlich auch mit euch diskutieren im Anschluss. So, was war unser Problem? Warum haben wir das Projekt gestartet? Wir haben einmal aufgeschrieben, sozusagen, wir haben den Lieferant und Siemens, ja, unsere zwei Partner, bei einer Geschäftsbeziehung. Jetzt in unserem Fall, wenn wir Gussteile bestellen oder Schmiedeteile, dann ist der Zeitpunkt zwischen Bestellung und Lieferung kann bei circa einem Jahr liegen von Großkomponenten. Und in diesem Zeitraum wollen wir natürlich einen Überblick haben, wie läuft es beim Lieferant? Kommt der voran? Ist der im Plan? Werden wir pünktlich nach einem Jahr das Bauteil bekommen? Oder gibt es eine Überraschung und der sagt uns, oh, übrigens, die Rohteile sind später gekommen und gibt es erst in 3 Monaten das Bauteil. Und dafür nutzen wir bisher Austausch per E-Mail, Excel und was auch immer. Und das hat uns nicht so gepasst, weil wir versuchen natürlich, die kompletten Prozesse im Einkauf zu digitalisieren. Wenn wir jetzt hier sozusagen diese Meilensteine, die es jetzt gibt, nutzen, dann die Bestellung und die Bestellbestätigung, das läuft schon alles über Plattformen, also über Supply On, Web4Biz, also eh die Plattform. Danach aber sozusagen bis zur Lieferavi gibt es aktuell keine Lösung. Und dann haben wir gesagt, okay, zwischendrin, das gefällt mir nicht, dass jeder Einkäufer seine eigene E-Mails kontrollieren muss. Der eine Lieferant macht so, der andere so. Und in Summe haben wir kein Dashboard, was rüber alles auswerten kann. Da müssen wir was machen. Dann haben wir ewig gesucht, ob es eine Lösung gibt, ob man da was machen kann und haben nichts gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt schon was Neues machen, dann lass uns gleich auch noch eine neue Technologie probieren und nicht nur eine normale Datenbank, was ja für den Fall Meilenstein jetzt auch denkbar wäre, sondern lass doch den Prototypen gleich mal in Blockchain machen. Dann können wir dieses Thema auch ein bisschen mal kennenlernen. Ne? Was sind da die Vorteile und was sind natürlich auch Nachteile dabei? Und so ist sozusagen das Projekt entstanden, Milesblock, um diesen Schritt ab Bestellung bis zur Lieferung Meilensteine abzubilden. Meilensteine heißen dann Rohteilbeschaffung zum Beispiel oder dann Gießen, Wärmebehandlung, Prüfung, mechanische Bearbeitung, Beschichtung vielleicht, nochmal eine Prüfung und dann Verpackung und zu uns senden. Ja, das Projekt haben wir gestartet vor einem guten Jahr. Was wir dann sozusagen gebaut haben, gemeinsam mit den Kollegen von der Siemens CT, ist quasi eine Blockchain. Also wir nutzen da Hyperledger Fabric als Grundlage. Darauf gibt es dann sozusagen ein Application Interface, also wie man auf diese Blockchain zugreifen kann. In der Blockchain drin liegen wirklich sozusagen die Daten in dem Fall, aber die Daten sind jetzt nur Termine, also Meilensteine. Also wir legen Templates fest, mit welche Meilensteine hat welcher Lieferant und dann meldet er sozusagen Soll und Ist zurück und gewisse Logging erlauben ihm dann auch sozusagen seinen ursprünglichen Plan zu revidieren. Wenn wir zum Beispiel das Lieferdatum ändern, darf er natürlich seine Solltermine aktualisieren. Und solche Logiken haben wir uns ausgedacht, die dann auch wirklich als Smart Contract abgebildet sind, die dann auch nicht andere Daten eingetragen werden können. Also das ist sozusagen ein Vorteil von der Blockchain. Man kann sehr stringent einzelne Felder mit einer Logik versehen, die aber auch dynamisch sein kann. Je nachdem, was woanders passiert, kann man hier wieder das abbilden. Zugriff hat man sozusagen auf diese Blockchain dann mit einem Application Interface, was jeder Lieferant theoretisch an seine IT-Systeme anbinden könnte, was bisher aber noch nicht erfolgt, aber theoretisch möglich wäre, dass er quasi ein Login und ID hat und damit dann sich einen Token holt und damit einfach schreiben kann, entsprechend der Regeln, die halt vorgesehen sind in der Blockchain. Als User Interface, als Oberfläche nutzen wir zurzeit eine Mendix-App, haben wir gebaut. Eine Cloud-App, die kann ich auch gleich kurz zeigen, wenn sie mir nicht nebenher abgeschmiert ist. Und darüber kann ich sozusagen auch gewisse Sachen ausführen, ne? Kann Termine ändern, kann Sachen hochladen und kann mir auch die aktuellen Meilensteine angucken. Um den Daten-Input, gerade wenn wir Lieferanten haben mit vielen Meilensteinen, das zu vereinfachen, haben wir noch einen Excel-Upload. Weil aktuell sozusagen die aktuelle Technologie, die genutzt wird, ist Excel. Ne? Die machen diese Meilensteinpläne in Excel, schicken uns die. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen die relativ einfach einbinden, die Lieferanten. Also behalten wir Excel bei. Mit Excel Upload kann ich quasi die Blockchain füllen und habe dann die Möglichkeit, dass ich eine bessere Transparenz habe. Und vielleicht ganz kurz, ich einmal rüber. Also so sieht es quasi jetzt die Einkäufersicht aus für einen Einkäufer. Sehe ich sozusagen hier, jede Zeile ist eine Bestellposition.
mit gewissen Werten, die ich pflegen kann, ne? Einmal vom Lieferanten, vom Einkäufer auch, wann ist sozusagen das endgültige Liefertermin, Materialstamm, welcher Lieferant ist es. Gibt auch sozusagen eine Kommentarfunktion, jetzt sind hier keine drin, vielleicht ist hier was drin, genau, hier sind Kommentare drin, die sind dann auch verifiziert sozusagen, wann die erfolgt sind und dann haben wir die Meilensteine immer mit dem sozusagen ursprünglichen Plan, dem aktuellen Plan und wann ist es abgeschlossen. Wenn man jetzt nach rechts geht, gibt es dann auch Logiken, wenn sozusagen Termine überschritten werden, ändern sich jetzt in dieser Mendix-App dann die Farben. Ja, und so kann man relativ einfach oder besser einen Überblick bekommen, welche Meilensteine sind kritisch, welche Bestellungen muss ich nachschauen, vielleicht auch ein Expediting anstoßen und welche Bestellungen laufen klar durch. So, was ist allgemein, sozusagen, das soll jetzt ein Impuls, das ist jetzt eine kleine Idee, die wir hier nutzen für Blockchain, aber Blockchain ist ja viel größer. Gibt es eine interessante Studie auch von der EU dazu, die ich jetzt mal genutzt habe, auch rein für die Struktur. Wo kann man es noch nutzen? Man kann es natürlich in der Logistik nutzen. Die ganzen Shipping-Documents oder was man viele Sachen austauschen muss, könnten darüber dokumentiert und verifiziert werden. Auch, wir nutzen ja jetzt für das Tracking, aber auch Traceability, CO2-Verbrauch, CO2-Zertifikate oder auch Ursprungszeugnisse sind ja auch Sachen, die wir aktuell von den Lieferanten fordern. Dann bekommen wir PDF-Dokumente. Wäre auch schön, wenn wir quasi nur noch einen Hash bekommen und der ist zertifiziert und dann ist alles klar. Das Teil kommt aus China, kommt aus Deutschland und wir können das auch so dann unseren Kunden weitergeben. Auch im Bereich Zollabwicklung oder administrative Prozesse, Audits, Zolldokumente könnten darüber abgewickelt werden. Finanzierungsthemen natürlich auch wichtig. Ne? Wenn wir jetzt Maschinen beschaffen oder sowas, dann verlangen wir ja auch einen Kreditnachweis vom Lieferant, wenn wir ihm eine Anzahlung geben. Für solche Dokumente wäre es dann auch denkbar. Und jetzt bei uns ist naheliegend als nächster Schritt, wären natürlich Zahlungen. Wenn wir jetzt saubere Meilensteine haben mit dem Lieferant und wir Veränderungen haben der Meilensteine und wir sehen, dass wir zum Beispiel als Siemens einen Termin verschieben, führt es ja zu Mehraufwand beim Lieferant, dann könnte man direkt dadurch eine Vorzahlung beispielsweise auslösen und sagen, okay, wir schieben die Bestellung ein halbes Jahr, unser Kunde hat leider Verzug oder unser Projekt, du bekommst aber dadurch jetzt eine Abschlagszahlung, weil du musst das Teil bei dir lagern und automatisch wird dann gesagt, okay, umgeschoben, Smart Contract springt an und macht eine Teilzahlung. Oder andersrum, der Lieferant verpasst seinen zugesagten Liefertermin, es ist alles dokumentiert, es war sein Fehler, dann bekommt er halt nur 95% der vereinbarten Vertragssumme überwiesen und nicht die volle Summe, weil alles in dieser Blockchain schon dokumentiert ist. Und man nicht im Nachhinein anfangen muss, aber in der E-Mail hast du doch und hier hast du in der E-Mail und so. Das sind sozusagen die weiteren Impulse, die es gibt.